Okay, Leute, ich bin etwas spät dran, aber es ist gestern ein Elden Ring Shadow of the Erdtree Story Trailer erschienen. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin noch nicht dazu gekommen und deshalb schauen wir uns den jetzt hier einfach gemeinsam an. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Story Trailer heißt ja in erster Linie erstmal CGI oder Zwischensequenzen. Ich glaube, wir werden kein Gameplay sehen. Aber ich lasse mich überraschen, ob wir was Neues entdecken können, an dem wir rumrätseln können. Ja, also Elden Ring Shadow of the Erdtree Story Trailer Reaction. Dann mache ich mal Green an. So. Und dann schauen wir mal. Let's go. Mikula the Kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. Ach, guck. And so too was Shadow born. What followed was a war unseen. Ja, geil, diese Viecher, die haben wir ja schon gesehen. One that could never be put to song. Wer ist das denn, der aufgespießt ist? Irgendjemand? A purge without grace or honor. Alter, ist das. Hat so ein bisschen Game of Thrones Vibes, ne? Da ist er. Okay, es gibt also eine brennende Stadt, wie es aussieht, oder was? And so kindly, Mikula would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength, even his faith. Sieht so geil aus. Ich krieg richtig Gänsehaut. Ich habe komplett Gänsehaut. But we are not deterred. Choose to follow. Will you walk with us? Oh, Leute, es ist ziemlich genau noch 4 Wochen. Okay, einmal für die Vibes jetzt geguckt, jetzt nochmal gucken mit Stoppen und drüber labern. Was finden wir denn so alles? Also hier auch schwer zu sagen. Ich bin auch wirklich kein Lore-Experte, muss ich sagen. Aber das scheint mir, könnte das Mox Palace sein? Wo ja angeblich der DLC auch starten soll. Hier das. Das sieht schon wieder so krass aus. Das sieht sehr Berserk-mäßig übrigens aus. Ist ja ein bisschen Rykard-mäßig aus. And so too was Shadow born. What followed was a war unseen.
Und jetzt kommt hier, das ist richtig episch, diese riesen laufenden Fackeln. Und dann sehen wir hier eine verbrannte Stadt. Was ich mich frage, ist das eine neue Stadt oder ist das eine Stadt, die man schon kennt? One that could never be put to song. Ist das jemand, den man kennt, ist die Frage. Ich erkenne jetzt niemanden, aber das muss nichts heißen. So, und das ist Mesmer hier, den erkennt man natürlich. Aber die Stadt, ist das die Hauptstadt? The tyranny of Mesmer's flame. Was ist das hier? Ist das eine Waffe? Boah, so episch. Guckt euch das an, ey. Wie riesig das Ding ist. Weil man sieht hier, oder? Bilde ich mir das ein? Hier. Da ist Mesmer. Hier unten am Bildschirmrand. Und er hier zaubert er Feuer. Sein, dass er das Vieh irgendwie kontrolliert. So, was sehen wir hier? Ist auch wieder Mesmer. Und was ist das hier? Das sieht so aus wie so Drachen. Wisst ihr, was ich meine? Wie so chinesische Drachen. Oder das sind keine Drachen, das sind aufgespießte irgendwas. Hier sind ja auch alle aufgespießt. Sind das aufgespießte Demigötter? Oder was ist das? Ist das hier eins? Das könnte aus von einer Person oder von einem Wesen oder so sein. Ich kann es nicht erkennen. Ich bin, wie gesagt, kein Lore-Experte, aber das ist einfach nur krass. Und auch hier der Erdtree, der irgendwie so halb zerfällt. Ich raff gar nichts. Ich sag's ehrlich, aber ich find's geil. And so kindly Mikula would abandon everything. So, gucken wir mal, was wir hier sehen. Wir irgendwas? Okay. Sind hier die Grabsteine? Das ist, die Szene kennen wir auch schon. Denn hier diesen großen Turm. Kenne ich sonst noch irgendwas? Nicht wirklich, ne? His golden flesh, his blinding strength, even his fate. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich muss nur noch mal ein Vatividia-Video machen. Okay. Sind das die Hände von Mikela? Wahrscheinlich, ne? We choose to follow. Das ist, glaube ich, einfach die Einführung des Euros in Elden Ring. Microtransactions? Fragezeichen. So, das finde ich ein interessantes Bild, weil ich könnte mir vorstellen, dass das alles Figuren sind, NPCs oder so, die wir im Laufe des DLCs auch treffen. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder sind das schon Leute, die wir kennen? Ich check's wieder nicht. Na, das sind nur neue. Kommt mir jetzt keiner wirklich bekannt vor. Stone Giant Rüstung oder was? Was ich auch interessant finde, ist hier. Seht ihr diesen Schleier? Das hat man auch schon in anderen Bildern gesehen. Aber dieser Schleier, der vom Erdtree ausgeht, finde ich interessant. Okay, also ich bin kein Experte, aber zum Glück gibt es Experten. Wir schauen uns jetzt nochmal direkt. Hier habe ich so ein Video gesehen. What does this mean? Story Trailer, Full Breakdown.
All right, what's going on, guys? The new story trailer for Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree has just gone live, and this is an absolutely beautiful look into the new lore that we'll be knowing and the background of the setting for the DLC. And there is so much packed into this 3-minute trailer, and if you're not really familiarized with the lore, then it may be very hard to make out what's going on here. So I'm going to do my best to break down literally everything we can see, explain what it is exactly we're looking at, and if you're excited for this DLC, then be sure to leave a like on the video and subscribe so that you're entirely up to date and ready to go into the Land of Shadow. So I'm gonna let the trailer play through one time for those of you that haven't seen it yet. It's about 3 minutes long, and if you have, go ahead and skip ahead to the breakdown, but now let's get into it. Our story trailer begins with some very grotesque imagery, with a hand reaching into someone's flesh and removing strands of gold. It's a hand that should be pretty familiar, because the bracelet we can see here is Queen Merica's. And what exactly she's reaching into, well, it's flesh underneath cloth, but it looks to be a pregnant belly, from which she removes golden strands. And the dialogue says, "Mikula the Kind spoke of the beginning, the seduction and the betrayal, an affair from which gold arose," which needs to be put in context of something we already know about Queen Merica and the DLC, that the Land of Shadow, the setting of the DLC, was where Queen Merica first set foot and became a god, and where the Erdtree was born. Now, going back to that first shot of her reaching into this stomach, if that's what it is, we can think back to the gameplay trailer where we saw this painting of an old man and a pregnant woman standing next to him. Is this the woman she robbed the gold from, and the man with whom she had an affair? That remains to be seen, but I think it's an interesting possibility. The next shot depicts her walking up these steps covered in corpses, and one thing you'll notice is that these aren't just corpses, but they're skinned corpses. Now, why does that matter? Well, okay, also er sagte, dass sie hier die Stufen hochgeht und über Leichen, aber das Besondere ist, dass die Leichen hier ohne Haut sind, also gehäutete. A major part of Elden Ring's lore is something known as the Godskin Hunt, a period of history where the Gloam-Eyed Queen... Es geht um die Godskin... Hand. Also hier sehen wir auch das Godskin Duo. Godskins and hunted the gods. But the problem is, there's no record of it actually happening in the lands between. However, the Land of Shadow might have been the place it happened. And since we see so many skinned corpses here, well, maybe this is the remains of that hunt. And we'll have more hints to that in a minute. But the following... Also es geht hier um die Godskin Hand, also um die Jagd auf die Götterhaut. Die vielleicht eine Rolle spielen könnte im DLC. Is very interesting because she holds up these threads that she pulled from the belly, and they seem to take the shape of a rune, with great power emanating from them. So what we see here is likely her creating her order of the Elden Ring and becoming a god. But okay, hier geht's darum, dass sie diese Goldsträhnen nach oben hält und die dann aussehen wie eine Rune, und man könnte das der Moment sein, wo sie eine Göttin wird. Next we see a massive pile of these bodies stretching upward into the sky, and there's quite a few details here. In my opinion, it looks like they're the great roots of a tree, and why that may be the case is because we know that once Merica became a god, the Erdtree was born. Aha, also er vermutet, dass es die Wurzel des Erdtrees ist. Denn es heißt, als Queen Merica eine Göttin wurde, wurde der Erdtree geboren. Und wenn man davon ausgeht, dass das halt gerade der Moment ist, wo sie zur Göttin wird, ist das vielleicht hier der Moment, wo die Wurzeln des Erdtrees aus den Leichen entsteht oder so. Es ist alles sehr weird. Und hier sehen wir Erdtree Roots. Also Wurzeln vom Erdtree, und die sind bestehen eben auch aus Kadavern. Well, they're made of bodies. But also notice the sky here. The color is Gloam, which of course is the namesake of the Gloam-Eyed Queen, the leader of the Godskins. We then move on to a shot of the war. The armies of Mesmer the Impaler laying siege to the Land of Shadow. Now, also hier geht's wohl darum, dass es einfach die Armee von Mesmer ist, die ja, das Land des Schattens, also Land of Shadow, in dem der DLC spielen wird, angreift. Why exactly this war is happening, we don't know. But we can clearly see that Mesmer's side is the victorious one. With also wir sehen klar, dass Mesmer hier gewinnt. The entire city consumed in fire and collapsing. Now, something interesting we'll notice here is the way Mesmer's flame moves. Er sagt jetzt, was hier interessant ist, ist, wie die Flammen von Mesmer sich bewegen. Like little snakes that he's commanding die kleine Schlangen. With this trail of black. It's very cool, and it reminds me quite a bit of Rykard's Rancor Call, but of course it's not exactly the same. We then see this very interesting shot of a woman crouched down on the ground.
Okay, hier sagt er, wir sehen eine Frau, die auf dem Boden kniet, die einen abgesägten Speer in der Hand hält. But an interesting observation that came to me when I saw this is that it does remind me a bit of the concept art we saw of the Godskin Apostle way before release with that orange fire and coiled end. So is this woman crouched down the Gloam-Eyed Queen? Well, it's just a theory for now, it remains to be seen. But after this, we get an amazing shot of the Lion Dance fighting through some of Mesmer's army before confronting him. Genau, wir sehen jetzt hier diesen komischen Löwen, der sich durch die Armee kämpft, bis er eben auf Mesmer trifft. Now we know from Miyazaki that this lion dance is representative of the culture of the Land of Shadow, so I think it's safe to glean that Mesmer is at war with the natives and those. Ah ja, also er sagt, wir wissen bereits aus der Lore, warum auch immer, ich glaube das einfach jetzt mal, dass dieser Löwen und dieser Löwentanz Teil der Kultur das Land of Shadows ist und Mesmer kämpft gegen ihn. Also man geht davon aus, dass er also sich mit der gesamten Kultur des Land of Shadows anlegt. Those are our two sides in this war. We then see the aftermath, where Mesmer demonstrates his surname as the Impaler. And very obvious. So, hier sehen wir auch, warum er Mesmer der Impaler heißt, also der Aufspießer. Sozusagen. Seems to be the victor in this battle. But panning up, we notice that this battle actually takes place in the city we saw before in the gameplay trailer, with it crumbling upwards into the sky. Genau, das haben wir schon im ersten Trailer gesehen, dass es eben diese Stadt ist, wo ich gesagt habe, ist das irgendwie ein früheres Stadium von Farum Azula, weil man auch sieht, dass die Stadt so in den Himmel bröckelt. In the gameplay trailer, with it crumbling upwards into the sky, with that wicked shadow tree leaking sap that we've seen time and time again. But the thing we need to ask here is, why is Mesmer laying siege to the Land of Shadow? Who put him up to this and for what reason? So, hier ist immer noch die Frage gestellt, warum macht Mesmer das alles und wer hat ihn darauf angesetzt? A personal opinion based on everything we know about Mesmer so far, I think it was likely his mother, who I think is Queen Merica. Okay, hier eine persönliche Interpretation des Videoerstellers. Er sagt, er glaubt, es ist seine Mutter, Queen Merica. Perhaps Mesmer is the child of this affair, and that's why he's been written out of history and left in obscurity. The tone of the trailer changes here. Now talking about Mikola, saying and so. So, jetzt sagt er hier, okay, ändert sich der Ton des Trailers und jetzt wird über Mikola gesprochen. Finally, Mikola would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength, and even his fate. And we see panning shots with this same rune of what can almost certainly be assumed to be Mikola's great rune. So, man geht davon aus, dass das hier alles Mikola's great rune notice at its base those same hair-like strands that we saw with Merica at the beginning. We then get a shot of Mikola walking through the fields of the Land of Shadow, and still, even after all this time, we don't see his face. But then we get one of the most important shots of this trailer. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Bild des Trailers. This is Saint Trina. Das ist Saint Trina, kennen wir ja, das ist die, eigentlich die für die ganzen Schlafattacken zuständig ist. 100% certainly. A form of Mikola, which is an enigmatic deity of sleep. Okay, es ist eine Form von Mikaela, die den Schlaf wieder spiegelt. Video covering everything we know about Saint Trina. So if you are unfamiliar, be sure to watch that. But this shot is composed in a way that suggests this half of himself was cast away. And we know that Saint Trina's torch depicts a monster form. Perhaps this enigmatic god became corrupted after separation from Mikola. But I guess we'll find out. Okay, das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, aber da kenne ich mich auch zu schlecht aus mit Saint Trina. Also man kann hier rein spekulieren oder interpretieren, dass dieser Teil von Mikola self was cast away and weg gezaubert wurde oder verbannt wurde. Monster form. Perhaps this enigmatic god became corrupted after separation from Mikola, but I guess we'll find out. But the final bits of und dass vielleicht daraus ein Gott, ein Demigott entstanden ist. So, hier sehen wir jemanden, der die Spur verfolgt. We then see that this is a band of NPCs, many of whom we saw in the gameplay trailer. However, the dialogue here says, but we are not deterred. We choose to follow. So this we choose to follow, ja, also das sind NPCs. Seems to be loyalists to Mikola, which
Das scheint irgendwie so eine Fellowship von Mikaela zu sein, die ihr in das Land der Shadows gefolgt ist. Very interesting, considering that Mikaela has a unique and sinister ability to compel the affection of people. So, is this really by choice, or is there something deeper going on here? Ja, wir wissen aber nicht, ob das freiwillig ist oder ob die einfach von Mikaela verzaubert wurden. What are Mikaela's intentions in the Land of Shadow? Is he really all good and kind? How did he know about Merica's history? Considering that he wasn't born until several ages later. And what is the end of all of this? What is to be gained here? And how will it affect the overall story? But one final thing I want to point out here is that the narrator of this trailer sounds very similar to the one we got at the end of the gameplay trailer. Mikaela the Kind spoke of the beginning. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. So assuming they're the same person, if I had to guess, I would say the narrator is likely the leader of this band and perhaps our main NPC that we'll be conversing with throughout the DLC. Okay, er spekuliert jetzt, dass die Erzählstimme von dem Gameplay-Trailer und dem Story-Trailer die gleiche ist und man überlegen könnte, ob das nicht dieser Ritter ist, mit dem man viel zu tun haben wird. But for now, those are the majority of the details we could come up with on the lore side after an initial watch of this trailer. But I can guarantee over the coming days and weeks, we're going to be picking this apart much more. But what are your first impressions of this trailer? What do you think it all means? And do you agree with the ideas I presented here? Ja, also, interessant, aber auch jetzt nicht so aufschlussreich, viel Spekulation, aber es ist halt typisch FromSoft, es wird halt nur viel angedeutet und man muss sich eine Menge dann selber im Kopf zusammenreimen. Ich bin kein Lore-Experte, ich habe zwar so viele Stunden schon in Elden Ring versenkt, aber ich krieg trotzdem die Stammbäume nicht hin und die gesamte Story ist für mich immer noch teilweise sehr mysteriös, aber das ist ja auch das Schöne daran. Ich mag das ja gerade bei den FromSoft-Spielen, dass alles so ein bisschen, es ist alles so hidden, wie sagt man, hidden in plain sight. Es ist zwar vor einem, aber auch nicht so richtig ausgesprochen. Und manches erklärt sich einem, manches nicht, manches interpretiert man, manches löst sich vielleicht auf, manches nicht. Also das ist halt so ein gesamter Mythos. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, dass das nicht so hier ist der Held, da ist der Drache, da ist die Prinzessin oder so, die befreit werden muss, sondern das ist alles, kann man interpretieren und so, das macht ja FromSoft schon immer und ich finde das so toll und das macht mir riesengroßen Spaß. Ja, 4 Wochen noch, dann werden wir mehr erfahren über dieses Spiel, beziehungsweise über diesen DLC, der für mich schon fast so den Anschein macht, als ob er so ein Elden Ring 1.5 ist oder so. Also für ein DLC auch das ganze Marketing und so weiter, dass das da nochmal eine Collector's Edition gibt und so. Also es ist schon ein bisschen mehr als ein gewöhnlicher DLC, glaube ich. Da wird der Begriff DLC schon ganz schön gestreckt. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich bin hyped. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr aus dem Storytrailer zieht, was ihr von der Lore vielleicht verstanden habt oder auch nicht, was eure Interpretationen sind und was macht das mit euch? Seid ihr gehypt? Seid ihr müde? Habt ihr keinen Bock? Interessiert es euch nicht? Oder könnt ihr nachts nicht mehr schlafen, weil ihr ständig an Mesmer, den Impaler, denken müsst? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Storytrailer sagt. Und ja, spätestens in 4 Wochen geht's endlich los. Yeah!